Wir hatten sie kurz zurückgewonnen, diese kleinen Freiheiten. Einkaufen, so richtig im Geschäft, schön ist das. Doch heißt es jetzt womöglich bald wieder zurück auf Lockdown? Denn die Lage ist besorgniserregend, warnt das RKI. Es sei zu erwarten, dass die Inzidenzwerte bis Ostern kontinuierlich ansteigen, auf bis zu 500. Und das deutet sich bereits an. In NRW sind schon 10 Städte und Kreise über der Inzidenz von 100. Zeit für die Notbremse? Vorauseilend wäre natürlich besser, wenn wir früher wieder die Lockerungen zurücknehmen, die wir schon beschlossen haben. Weil je früher man das macht, desto weniger schlimm wird es zum Ende heraus. Die dritte Welle fällt umso schwerer aus, je später wir die Lockerungen zurücknehmen. Eigentlich soll ab einer Inzidenz von 100 die Notbremse gezogen werden. So hatte es die Bund-Länder-Konferenz zuletzt beschlossen. Das NRW-Gesundheitsministerium schreibt uns, dass man landesweit prinzipiell an der 100er-Inzidenz festhalten wolle. Aber der Einfluss der Schnelltestungen sei zu klären. Wenn alleine oder zu einem bedeutsamen Teil die zusätzlichen Testungen bei einem ansonsten stabilen Infektionsgeschehen die Inzidenzzahlen steigen ließen, müsste das in die Bewertung des Infektionsgeschehens mit einfließen. Stabil aber ist das Geschehen nicht, die Zahlen steigen. Auch im Kreis Düren, hier liegt die Inzidenzzahl weit über 100. Wegen der vielen Infektionen wollte der Kreis die Schüler bis zu den Osterferien zu Hause lassen, die Notbremse ziehen. Auch in Lüdenscheid, Halver und Iserlohn hatte man Bedenken geäußert, doch das NRW-Schulministerium lehnte ab. Stattdessen werden die Schulen ab morgen im Wechselunterricht öffnen, begleitet eigentlich von regelmäßigen Corona-Tests. Doch eine funktionierende Infrastruktur dafür fehle bisher, kritisieren die NRW-Grünen. Die Landesregierung hat sich überhaupt erst am Freitag die Finanzmittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss für Schnell- und Selbsttests freigeben lassen. Das heißt, am Montag, wenn die Schulen losgehen, sind die Tests noch nicht bei den Schülerinnen und Schülern. Und dementsprechend sind die Voraussetzungen aus unserer Sicht nicht erfüllt. Doch gerade die Testung sei besonders jetzt wichtig, denn die grassierende Mutante B117 befalle besonders junge Menschen, so SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Die Fallzahlen steigen derzeit ganz besonders stark bei Schülern, noch bevor übrigens die Schulen jetzt im großen Stil geöffnet werden. Und B117 ist einfach so viel mehr ansteckend, dass dann in der Regel, wenn ein Schüler infiziert ist, die ganze Familie sich infiziert. Die also Infektionsrisiken waren bei der alten Variante viel geringer. Somit haben wir hier mit großen Ausbrüchen in Schulen und auch vielen betroffenen Eltern zu rechnen. Deshalb wollen inzwischen viele ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Elterninitiativen fordern die Notbremse, stellen entsprechende Musterentschuldigungen online. Die Notbremse wirklich zu ziehen ab dem Inzidenzwert von 100 in der jeweiligen Stadt oder dem Kreis, viele Menschen halten das für sinnvoll. Das Land aber scheint sich damit schwer zu tun. Und so bleibt NRW wohl erst einmal das Land der ziemlich ungebremsten Möglichkeiten.